es ein Zweifingergreifer, ein sogenannter Backengreifer, oder ist das eine humanoide Roboterhand oder Dreifingerhand? Und dann spielt natürlich die Art und Weise, wie man diese Griffe bestimmt, eine zentrale Rolle. Also bei den Algorithmen, die zur Generierung von Griffen notwendig sind, und die lassen sich in zwei großen Kategorien unterteilen. Wir reden hier nur über analytische Methoden. Ich werde am Ende der Vorlesung ein Beispiel zu datengetriebenen Methoden, mit denen man Griffe auf unbekannten Objekten auch erzeugen kann. Diese hier, die lassen sich in zwei Gruppen unterteilen, einmal geometrisch basiert, das heißt, man denke hier an der Form eines Objekts, Geometrie von dem Objekt, und physikalisch basiert, wo noch zusätzliche Parameter wie Gewicht oder dynamische Parameter von dem Objekt, zum Beispiel Trägheitstensoren oder unterschiedliche Beschaffenheiten der Oberflächen, ja, die natürlich Reibung und Reibungskoeffizienten definieren und bestimmen. Natürlich müssen wir uns immer Gedanken darüber machen, welche Arten von Objekten wollen wir ergreifen. Sind das polyedrische Objekte, zylindrische Objekte, die man ganz leicht geometrisch approximieren kann, zum Beispiel dieses Zylinder oder diese Fläche hier. Oder sind das komplexe Objekte, wie diese Sprühfläche, die man hier in meiner Hand auch sieht. Das heißt, die Form von den Objekten spielt auf jeden Fall eine Rolle, und natürlich die Szenen. Kennen wir die komplette Szene? Wir haben in unseren Definitionen von der Greifsynthese und Greifanalyse gesehen, dass es interne und externe Randbedingungen, die berücksichtigt werden müssen, zum Beispiel, die uns Aussagen über die Qualität vom Griff machen. Und wenn wir natürlich hier Kollisionen mit anderen Objekten oder Szenenelementen berücksichtigen, dann spielt die Szene hier eine große Rolle. Also sind das deterministische Szenen, also statisch oder dynamisch, aber wo wir wissen, bei einer dynamischen Szene, wie diese Szene sich verändert, oder sind das nicht deterministische Szenen, wo man natürlich hier sich gefasst machen muss auf zu starke oder zu schnelle Änderungen in der Szene, die berücksichtigt werden müssen, beim Greifen bzw. beim Annähern beispielsweise des Objekts. Und dann natürlich, welche Art von Sensorik verwendet man, um generierte Greifhypothesen allgemein auszuführen. Ist das so blindes Greifen, wo alles natürlich deterministisch ist, die Szene ist statisch, da brauche ich überhaupt keine Sensorik, um zu wissen, wo ich mit meinem Tool Center Point oder mit dem Greifer hinfahren muss, um das Objekt zu greifen. Oder sind das Objekte, die jetzt nicht so wirklich hundertprozentig genau oder die Position nicht so bekannt ist, die muss über Sensorik bestimmt werden, zum Beispiel visuelle Sensorik, und mit Hilfe von haptischer Sensorik muss natürlich der Erfolg von dem Greifvorgang beispielsweise garantiert werden. Nochmal zur Komplexität von dem Problem, wie wir gleich sehen werden, viele der Algorithmen, die man anwendet, um Greifhypothesen zu generieren, auch Objekten mit bekannter Geometrie, also auf bekannten Objekten, sind Algorithmen ähnlich zu denen, die wir in der Bewegungsplanung kennengelernt haben. Also zufallsbasierte Algorithmen, die irgendwelche Samples im Raum machen, wie die Hand sich an dem Objekt nähern soll, wie sollen die Finger beispielsweise geschlossen werden, um das Objekt zu greifen. Das heißt, man hat es mit einer Suche in einem Raum bestimmter Dimensionalität, und die Dimensionalität von diesem Raum hängt natürlich von der Komplexität der Kinematik der Hand. Und das letzte Mal habe ich es erwähnt, das heißt, wir haben immer n Parameter, das sind die Konfigurationsparameter der Finger der Hand, also alle Gelenke der Hand, und wir haben natürlich die 6 Parameter, die die Position der Hand im Raum beschreiben, also die Position und die Orientierung, also ein 6D-Pose der Hand beschreiben. Das heißt, bei einem parallelen Backengreifer, der nur auf und zu geht, so wie eine Zange, haben wir einen Freiheitsgrad für den Greifer plus natürlich 6, die Position von diesem Greifer im Raum relativ zum Objekt oder in irgendeinem Weltkoordinatensystem beschreiben. Die Hand von AMA 3, die man hier abgebildet sieht, die hat 8 Gelenke. Das heißt, wir haben es hier
mit einer Suche in einem 14-dimensionalen Raum. Also wenn wir jetzt hier zufallsbasiert oder randomisiert Griffe um Objekte oder für Objekte bestimmen, dann müssen wir natürlich die 6D-Posen, wo die Hand stehen soll, auch zufallsbasiert irgendwie erzeugen und müssen wir natürlich auch die Gelenkwinkel der einzelnen Finger hier bestimmen. Und die menschliche Hand hatten wir in der letzten Vorlesung gesehen, wenn wir hier 21 Gelenke annehmen, dann haben wir es mit einem Suchraum der Dimension 27, also 21 plus 6. Nun, das Greifen ist an sich ein sehr komplexes Problem und das Problem ist weniger oder mehr schwierig, je nachdem, wie viel Objektwissen man hat. Ja, das heißt, man kann das Problem auch klassifizieren anhand von dem Wissen über die Objekte, die man greifen will. Und die einfachste, noch schwierig, aber die einfachste Klasse von Greifproblemen ist die Klasse des Greifens von bekannten Objekten. Das heißt, wir haben hier bekannte Objektgeometrie, komplettes Objektmodell, wie wir letzte Woche in der letzten Vorlesung diskutiert haben. Und wir verwenden hier irgendeinen Greifplaner oder irgendwelche Algorithmen, die wir gleich kennenlernen werden, oder einige von denen werden wir gleich kennenlernen, die praktisch diese Objektgeometrien nutzen, um Greifhypothesen, also Kontaktpunkte am Objekt zu bestimmen. Und das ist tatsächlich die Domäne für die klassische Greifplanung. Ja, das ist ein schwieriges Problem, wie das Bewegungsplanungsproblem, aber nicht so schwierig wie zum Beispiel das Problem des Greifens bekannter Objektklassen. Ja, das heißt, hier in dem Fall habe ich nicht unbedingt ein Modell von dem Objekt, was ich greife, sondern ich sehe ein Objekt, was ähnlich ist zu einem Objekt, für den ich bestimmte Griffe generiert habe. Also nehmen wir mal an, ich habe jetzt hier ein bekanntes Objekt, das ist ein Hammer. Und ich habe ein Modell von diesem Hammer, ich generiere Griffe für diesen Hammer mit Hilfe von den Methoden für bekannte Objekte und dann sehe ich einen anderen Hammer, ja, also nicht der hier, der aber von der Form vielleicht oder von der Funktionalität, das ist irgendeine andere Komponente, die uns sagt, dass diese zwei Objekte ähnlich sind, dann geht es nun darum, die Griffe, die man für ein bekanntes Objekt aus dieser Klasse kennt oder generiert hat, zu übertragen auf dieses aktuelle Objekt. So, das heißt, übertragen von Wissen von Bekannten zum Greifen eines bekannten Klassenelements, Hammer oder Tasse oder ähnliches, auf das zu greifende Objekt. Und natürlich ist das Problem hier schwieriger, weil man muss natürlich so eine Art Übertragung oder Transfer von Wissen von einem bestimmten Problem zu einem anderen bestimmten Problem. Ist auch ein sehr aktives Forschungsthema, das Thema des Transfer-Learnings, also wie kann man Wissen, was man für eine ähnliche Situation gelernt hat, auf neue ähnliche Situationen übertragen. In dem Fall hier die Ähnlichkeit ist die Form von dem Objekt beispielsweise. Und das Allerschwierigste sind natürlich Probleme des Greifens, wenn wir überhaupt kein Wissen über die Objekte haben. Das heißt, wir haben Objekte vor uns, wir haben kein Geometriemodell, 3D-Modell von diesen Objekten und wir müssen natürlich schauen jetzt, wie wir mit dem, was wir aus der Wahrnehmung zum Beispiel extrahieren können, also mit der Information, die wir aus der Bildverarbeitung zum Beispiel bekommen hier, irgendwelche Greifhypothesen für diese Objekte erzeugen. Das ist natürlich am schwierigsten, weil wir müssen so diese, naja, Objektmodelle irgendwie erzeugen, keine perfekten Objektmodelle, sondern irgendwelche Approximationen von dem Objekt, was wir greifen wollen. Wir müssen natürlich schauen, wo sind die Grenzen eines Objekts, zum Beispiel die Objekte voneinander trennen. Wir wissen nicht in dieser Situation, wenn wir keine Modelle und überhaupt nicht wissen, was Hammer und was Sprühflasche ist oder was Tasse ist und der Roboter steht da und sieht das hier, da sieht diese folgende Situation, da weiß man nicht eigentlich, ist das das gleiche Objekt,
was so aussieht? Oder sind das vier Objekte, beziehungsweise hier den Griff von dem Hammer, weil er von der Tasse verdeckt ist, sieht für mich als zwei Objekte. Da könnten ja zwei Objekte, ein Hammer mit einem sehr kurzen Griff hier und noch irgendein weiteres Objekt hier. Und da gibt es hier natürlich eine ganze Menge von Methoden, wo Leute daran arbeiten, wir auch, wo man versucht, tatsächlich zunächst mal mit Hilfe von Kombinationen aus Methoden der Wahrnehmung, also Bildverarbeitung und die Einbindung von Aktionen des Roboters, hier etwas über die Szene zu verstehen. Also man versucht zum Beispiel hier in dieser Situation mal die Szene zu manipulieren. Ja, also zum Beispiel die Objekte mal ein bisschen zu verschieben oder anzuschubsen, um zunächst mal diese Objekte mal zu segmentieren und zu verstehen, wo sind die Grenzen, was gehört eigentlich zu einem Objekt und was gehört zu einem, was ist Teil von einem Objekt und was ist Teil von einem anderen Objekt. Auf diese Art und Weise erstellt man so ein Teilmodell von dem Objekt, den man nutzen kann, um zum Beispiel Greifplanung bzw. Griffe hier drauf Griffe hiervor zu generieren. Also das ist das Schwierigste. Die zwei Kategorien, da werde ich heute nur zwei Beispiele dazu bringen aus unserer Forschung, die werden wir vertiefen in der Vorlesung Robotik 2 im Sommersemester. Aber zunächst mal nehmen wir mal an, wir wollen verstehen, oder wir nehmen nicht an, sondern wir wollen verstehen, wie wir Griffe jetzt für bekannte Objekte erzeugen. Also Greifplanung und Greifsynthese. Und die Voraussetzungen hier sind auf der einen Seite ein Modell der Hand. Ja, also wir haben natürlich ein kinematisches Modell oder Oberflächenmodell der Hand. Wir müssen etwas wissen über unsere Kontaktmodelle. Da brauche ich gar nicht mehr darüber zu sagen, nach allem, was wir in der letzten Vorlesung kennengelernt haben, wir nehmen an hier, wir haben Punktkontakte mit Reibung, also keine Punktkontakte ohne Reibung und keine Softkontakte, die zwei anderen Kategorien. Wir nehmen Punktkontakte mit Reibung und Objektmodell ist vollständig bekannt. Ja? Also mindestens die Geometrie, vielleicht nicht so unbedingt jetzt die dynamischen Parameter von dem Objekt, aber die Geometrie von dem Objekt ist bekannt. Und wenn man in der Literatur mal guckt und versucht mal die Algorithmen, die hierzu existieren, dann lassen sie sich vielleicht hier unterteilen in randomisierte Algorithmen. Das Ganze ist so zusammengefasst in diesem Übersichtsartikel, was wir 2014 geschrieben haben. Randomisierte Algorithmen, wo man die Griffe mit Hilfe von der sogenannten Vorwärtsplanung generiert, also randomisiert mit Vorwärtsplanung. Dann Methoden der Greifsynthese auf Objektteilen, dass man sagt, naja, also wenn ich jetzt das Objekt hier wie diese Sprühflasche nicht kenne oder keine Griffe für diese Sprühflasche kenne, aber ich kenne Griffe für zylindrische Objekte hier und für runde Objekte hier, dann kann ich versuchen, Griffe für das Objekt als Ganzes zu erzeugen, indem ich Griffe für Teile, für bestimmte Teile von den Objekten erzeuge. Am besten bei einer Tasse, zum Beispiel eine Tasse, die ist ja ein Zylinder und dann der Haken oder der Griff. Das heißt, ich kenne keine Griffe für diese Tasse als Ganzes, aber ich kenne Griffe für den Zylinder, also für den Körper der Tasse und Griffe für den Haken. Und da kann ich mit Hilfe von denen hier natürlich die Objekte greifen. Und da werden wir heute zwei Methoden kennenlernen. Das nennt man auch Part-Based Grasping, also Generierung von Griffen mit Hilfe von Objektteilen und nicht von Objekten. Und da werden wir heute noch eine Methode, die wir entwickelt haben, bei der wir mehr Informationen aus der Objektgeometrie nutzen. Also nicht wirklich die Ausdehnung des Objekts und der Geometrie selbst und wo die Kontaktpunkte. Wir werden sehen, wie wir mit Hilfe der medialen Achse eine Repräsentationsart von Objekten, die uns etwas über die topologische Struktur von einem Objekt sagt, hier Griffe generieren können, beziehungsweise mit Hilfe von Objekt-Skeletons haben wir erweitert im letzten Jahr hier auf Objekt-Skeleton, also nicht nur hier die mediale Achse. Und dann gibt es in der Literatur weitere Methoden, bei denen man versucht, tatsächlich die Dimensionalität vom Raum, vom Suchraum zu reduzieren, zum Beispiel mit Hauptkomponentenanalyse
und erzeugt sogenannte Eigengriffe. Also Eigengriffe, wie der Name so sagt, die haben wahrscheinlich etwas zu tun mit den Eigenwerten einer Matrix, ja, oder Eigenvektoren einer Matrix. Das heißt, das ist hier eine Arbeit von 2011 und dann Independent Contact Regions von 2009 noch eine weitere Arbeit, auf die ich aber in der Vorlesung hier nicht eingehen will. Um das machen zu können, wollen wir uns einigen, dass wir unter einem Griff oder einen Griff uns so vorstellen können bzw. definieren können. Klar, in der letzten Vorlesung haben wir gesagt, ein Griff ist eine Menge von Kontaktpunkten auf dem Objekt, aber das hat mit der Hand jetzt noch nicht so viel zu tun. Das sind irgendeine Menge von Kontaktpunkten. Und jetzt wollen wir hier weitere Parameter definieren. Also wir wollen ein Grasping Center Point oder Grasp Center Point, Griffmittelpunkt auf dem definieren. Und zwar, das ist der Punkt hier auf dem Objekt, an dem der Tool Center Point ausgerichtet werden soll. Das heißt, wir müssen eigentlich zu diesem Punkt fahren mit der Hand, damit wir das Objekt greifen. Dann brauchen wir natürlich einen Annäherungsvektor oder Annäherungsrichtung hier. Und dieser Annäherungsvektor beschreibt den Winkel, mit dem die Hand zum Grasp Center Point, also Griffmittelpunkt, sich nähert. Also man sieht hier dargestellt in dem Diagramm, das ist die Annäherungsrichtung oder Annäherungslinie oder Annäherungsvektor. Was noch wichtig ist, wenn ihr euch das vorstellt, ich nehme mal hier eine ähnliche Flasche. Das heißt, wir haben jetzt einen Punkt hier definiert. Das ist hier dieses Erdbeer. Das ist unser Grasp Center Point. Wir haben einen Tool Center Point von der Hand, was hier definiert ist durch die Kinematik. Die sollen aufeinander eigentlich gehen. Dann entlang einer bestimmten Annäherungsrichtung. Und kann man sich vorstellen, das sind ja unglaublich viele Annäherungsrichtungen, die ich hier generieren kann. Was noch wichtig ist, ist die Handorientierung. Das heißt, ist die Hand der Rollwinkel von der Hand. Also wenn wir an dieser Roll-Picio-Notation der Orientierungen denken, weil diese Orientierung der Hand ist wahrscheinlich gut, aber diese Orientierung der Hand ist schlecht. Das heißt, die Orientierung der Hand, könnt ihr mich sehen, Ali? Die Orientierung der Hand, hier kann ich mich annähern zu diesem Grasping Point. Ich kann mich auch so annähern oder so annähern. Und die Orientierung der Hand, der Rollwinkel der Hand spielt natürlich eine große Rolle, wie man sieht. Weil wenn ich so hier rangehe, dann kann ich das Objekt erfolgreich greifen. Während wenn ich so hier rangehe, kann ich keinen Griff auf das Objekt aus dieser Richtung erzeugen. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich die initiale Fingerkonfiguration bzw. das Pre-Shape der Hand. Denn wir werden gleich sehen, dass die meisten zufallsbasierten Algorithmen sich zum Objekt nähern, hier, bis sie Kontakt hier detektieren und dann schließen sie die Finger. Und wenn man die Finger schließt, muss man ja Kontakt mit den Fingerspitzen detektieren können und dann schauen, ob diese Kontaktpunkte, die wir jetzt haben, einen stabilen Griff ergeben. Das heißt, wir müssen tatsächlich diesen Griff evaluieren. Wenn nicht, dann müssen wir vielleicht ein bisschen zurück und nochmal versuchen, das Objekt entlang einer anderen Annäherungsrichtung und nochmal zu schließen, um andere Kontaktpunkte zu erzeugen, prüfen, ob diese Kontaktpunkte im Sinne von unserem Stabilitätskriterium einen kraftgeschlossenen oder formgeschlossenen Griff ergeben und so weiter und so fort. Und ich glaube, ihr habt jetzt das, was auf den nächsten Folien kommt, oder ihr könnt ahnen, was auf den nächsten Folien kommt. Das heißt, das sind Suchprobleme in einem ziemlich hochdimensionalen Raum. Deshalb erfolgt diese Planung oder diese Erzeugung von Griffen zunächst mal in Simulation. Wir bestimmen Anfahrtpunkte und Anfahrtrichtungen zum Objekt. Wir nähern uns zum Objekt, bis wir Kontakt detektieren. Wir schließen die Finger, wie ich gerade erklärt habe, bis Kontakt detektiert wird. Und dann müssen wir jetzt mit Hilfe von diesen Kontakten, die wir erzeugt haben, schauen, ob der Griff ein stabiler, kraftgeschlossener Griff beispielsweise ist. Ja? Das heißt, wenn man das Ganze hier so macht, dann hat man den Vorteil, dass diese Vorgehensweise ist so ähnlich zu der Art und Weise, wie tatsächlich Objekte gegriffen werden, also wie die Steuerung überhaupt realisiert werden. Also ähnlich zur Ausführung eines Griffs auf dem realen Roboter. Natürlich hat man hier noch eine gewisse Unsicherheit. Das heißt, diese Griffe, die ich jetzt zunächst mal
in mein Planungssystem, in Simulation generiert habe, natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie auf einem echten Roboter oder in der Realität ausführe, ist groß, aber unter natürlich der Berücksichtigung, dass meine Kontaktmodellierung und meine Simulatoren perfekt sind. Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich groß, aber man darf nicht vergessen, dass man heutzutage vor allem über die Simulation-to-Real-Gap redet, weil man keine perfekten Simulatoren hat, die mir etwas sagen über zum Beispiel die tangentialen, die normalen Kräfte und die axialen Momente, die an den Kontaktpunkten bei jeder Annäherung und bei jedem Versuch sagen können. Also, aber unsere Hoffnung, dass diese Griffe, die wir in Simulationen generieren, tatsächlich in der Realität ausführbar sind. So, das heißt, der Algorithmus funktioniert grob wie folgt. Wir haben ein Handmodell und ein Objektmodell. Man sieht hier eine Hand, die Hand von AMA 3 und das ist ein Modell von einer Tasse. Wir erzeugen Griffkandidaten, indem wir Näherungsrichtungen zum Objekt und Orientierungen, natürlich unterschiedliche Orientierungen, wählen. Und wie wählen Sie die? Wie wählen wir das? Diese Annäherungsrichtungen und diese Orientierungen der Hand bzw. die Handkonfigurationen. Na, wir müssen irgendwas auf der Objektoberfläche samplen. Ja, wir müssen tatsächlich samplen, irgendwelche Richtungen im Raum samplen. Das sind ja meistens zufallsbasierte Methoden. Und man verwendet aber Heuristiken, damit man dieses Samplen so ein bisschen einschränkt. Ja, also das heißt, ich will das Objekt von der Seite mit der rechten Hand eines humanoiden Roboters greifen, da brauche ich nicht von den anderen Seiten von Objekten irgendwelche Annäherungsrichtungen und Orientierungen mal zu betrachten. Zur Evaluierung von den Griffkandidaten, wie bereits erwähnt, bewegen wir die Hand entlang dieser Näherungsrichtungen, bis Kontakt mit dem Objekt entsteht und dann schließen wir die Hand, bis die Finger Kontakt mit dem Objekt haben, wie man hier sieht. Ja, das sieht man hier angedeutet an diesen Objekten. Das ist eine Dreifingerhand hier, die hält so eine Ketchupflasche. Und man sieht hier, das sind hier jetzt Kontaktpunkte an dem Objekt hier und eine bestimmte Annäherungsrichtung von unten. Also die Hand greift das Objekt so. Und natürlich, wenn wir diese Greifpunkte oder diese Kontaktpunkte für eine bestimmte Annäherungsrichtung und für eine bestimmte Handorientierung haben, dann müssen wir jetzt die Stabilität oder die Qualität von dem Griff prüfen. Zum Beispiel, wir brauchen hier eine Metrik, die uns etwas über die Stabilität eines kraftgeschlossenen Griffes sagt, wie gut die unterschiedlichen Griffe sind. Und es gibt tatsächlich so eine Kraftschlussmetrik, und zwar, das ist zum Beispiel die Y-Metrik, und mit der man bewerten kann, wie stabil ist ein Griff. Das heißt, wie gut kann ein Griff externen Kräften widerstehen. Und wie man das hier macht, wir haben die Kontaktpunkte, wie man sieht, das ist wiederum eine Vierfingerhand und diese Kegel, diese roten Kegel, die man hier sieht, das sind die Reibungskegel, die wir das letzte Mal kennengelernt haben. Das heißt, an jedem Kontaktpunkt können wir so einen Reibungskegel definieren. Und diese Reibungskegel, klar, die Öffnungswinkel und so weiter, hängt vom Reibungskoeffizient der Oberfläche ab. Und wir berechnen dann den sogenannten Grasp-Branch-Space. Ja, wir haben das letzte Mal diese Range-Vektoren definiert. Das sind sechsdimensionale Vektoren, die für uns dann die Kräfte und Momente an den Kontaktpunkten beschreiben. Und diese Y-Metrik ist die minimale Distanz vom Zentrum von diesem Grasp-Branch-Space zum Rand. Und das ist ein Metrik, mit der man Aussagen darüber machen kann, wie gut oder wie schlecht ein Griff ist. Hier ist nochmal ein Beispiel. Das sind drei Kontaktpunkte hier auf diesem Objekt. Ja, C1, C2, C3. Wenn man jetzt hier diese Range, Grasp Range Space im Zweidimensionalen hier bestimmt, dann kommt man auf sowas. Das ist die konvexe Hülle der Vereinigung aller Kontaktranges, ja, aller Kontaktreibungskegel. Und man sieht hier, das ist die minimale Distanz vom Ursprung. Schauen wir mal, ob wir heute schreiben können. Ja, das ist hier
Das ist hier der Ursprung und das ist hier, der rote ist der Rand hier von diesem Grass Branch Space und man sieht hier, das ist die minimale Distanz und diese minimale Distanz ist ein Maß für die Stabilität von diesem kraftgeschlossenen Griff. Das heißt, auf der einen Seite muss natürlich der Ursprung innerhalb von diesem, von dieser konvexen Hülle aller Contact Ranges und dann kann man entweder das Volumen von diesem Grass Branch Space oder die große anschließende Kugel beziehungsweise die kleinste Distanz Y vom Ursprung zum Rand nehmen, hier als so eine Metrik, um die Stabilität von einem Griff zu quantifizieren. Da sieht man hier wiederum die Hand von AMA 3, das sind diese roten Punkte oder diese roten Bereiche, das sind die Reibungskegel. Ja, also das sind hier an jedem Kontaktpunkt haben wir diese Kegel hier, die man vielleicht erkennen kann, rot. Und wenn man jetzt hier die konvexe Hülle von all diesen nimmt, dann bekommt man das hier und anhand natürlich von diesem Gebilde, also von diesem GWS, also Grass Branch Space, kann man beurteilen, ob jetzt dieser Griff stabil oder nicht stabil ist, beziehungsweise wie gut stabil der Griff ist. So, das heißt, der Ablauf jetzt von diesen zufallsbasierten Algorithmen kann man wie folgt machen. Wir erzeugen randomisierte Greifhypothesen, einmal Position und Orientierung der Hand und einmal Konfiguration der Finger, Kontaktermittlung und dann die Evaluierung von diesen Greifhypothesen, Kraftschluss bzw. Kollisionsfreiheit könnte ein weiteres Kriterium, was man berücksichtigen soll, und die Robustheit vom Griff. Und man sieht also die Art und Weise, wie man das macht, dass man das dem Objekt hier annähert, ja, mit den Definitionen, die wir vorher gesehen haben, dass man die Finger schließt, ja, deshalb heißt das Ganze auch Vorwärtsplanning, Greifplanning, und dass man hier die Kontaktpunkte, also in dem Fall hat man so geschlossen, dass beispielsweise Kollision jetzt hier mit dem Armelement, mit dem Objekt zustande kommt und so ein Griff wird natürlich bei der Evaluierung, also bei über diese Y-Metrik identifiziert als ein Griff, was nicht so besonders stabil ist. So, nochmal hier die Definitionen bei der AMA-3-Hand hier, also wir definieren hier diesen Grasp-Center-Point hier für einen kraftschlüssigen Griff und A ist hier die Annäherungsrichtung, die man dann samplen muss, das heißt, man muss irgendwie mehrere solche Annäherungsrichtungen machen und was man hier macht, um diese zufälligen Anfahrtsrichtungen zu bestimmen. Man wählt zufällig irgendeinen Oberflächenpunkt hier auf dem Objekt. Man sieht hier das Objekt, was wir greifen wollen. Und von diesen Punkten nimmt man die Oberflächennormalen und kann man dann um diese Oberflächennormalen natürlich in einer bestimmten Diskretisierung nochmal die Annäherungsrichtungen samplen. Also damit ihr euch nur vorstellen könnt, das sind nur das Samplen, was man braucht, damit man die Annäherungsrichtungen bestimmen kann. Also welche unterschiedlichen Annäherungsrichtungen kann ich überhaupt nehmen, um an das Objekt ranzugehen? Also einmal ein Oberflächenpunkt finden, dann natürlich die so eine Art hier Annäherungsrichtungen entlang Normalen an bestimmten Punkten mit einer bestimmten Diskretisierung von diesem Objekt und dann anschließend das Samplen hier an jedem oder um jede Oberflächennormale und da bekommt man natürlich eine ganze Menge von Annäherungsrichtungen, die man prüfen muss. Ja? Das heißt, jedes Mal muss man rangehen, schauen, Kontaktpunkte erstellen, Qualität vom Griff bestimmen und so weiter und so fort. Und es geht nicht nur darum, einen Griff zu finden, der gut ist, sondern vielleicht alle Griffe, die stabil sind. Das heißt, man muss tatsächlich für solche Objekte oder was man normalerweise auch macht, man bestimmt für diese Objekte eine Menge von Griffen, die natürlich weniger gut, weniger schlecht sind und speichert sie zusammen mit diesen Objektmodellen, sodass man da in der Ausführung aus diesen Griffen nur eins selektieren kann. Warum nimmt man mehrere? Weil vielleicht der Beste mit der besten Greifqualität in einer bestimmten Situation nicht ausführbar ist, weil er zu Kollisionen mit benachbarten Objekten beispielsweise führt. Deshalb braucht man diese Menge von den Objekten.
So, genau. Das nächste müssen wir die Hand positionieren. Also wir haben jetzt die Annäherungsrichtungen hier, also Hypothesen für oder Kandidaten für Annäherungsrichtungen bestimmt. Dann müssen wir noch die Handpositionierung auch bestimmen. Und diese Handpositionierung, wenn wir hier diese Annäherungsrichtung zum Objekt bestimmt haben, dann ist es klar, und das ist unser Grasping Center Point hier, dass wir praktisch den Greifer, diese Dreifinger-Barrett-Hand, wie man hier sieht, Richtung diesen Kontaktpunkt führt. Und es ist klar, man kann das machen, indem man hier die zwei Vektoren kollinear zueinander bringt. Das heißt, die Hand muss sich so bewegen, dass A kollinear zu N ist. Und dieser letzte freie Parameter ist die Handorientierung, muss man auch zufällig wählen. Also man kann auch hier sich vorstellen, dass man ja in bestimmten Distanzen hier diese Orientierung in bestimmten Abständen, die ein Sample auch von den unterschiedlichen Orientierungen der Hände machen kann. So, also, wir haben jetzt die Annäherungsrichtung, wir haben die Positionierung der Hand, also wo muss die Hand eigentlich sein, damit wir das Objekt greifen, und wenn wir jetzt hier eine bestimmte Positionierung bestimmt haben, dann müssen wir die Finger hier eine bestimmte Positionierung mit einer bestimmten Annäherungsrichtung, die Finger schließen, also wir bewegen die Hand entlang A zum Objekt, wir schließen die Finger, wir ermitteln jetzt die Kontaktpunkte, wie man sieht, und wenn wir die Kontaktpunkte ermittelt haben, dann müssen wir jetzt die Qualität von dem Griff bestimmen. Das heißt, hier ein anderes Beispiel, nicht irritieren lassen, das ist die gleiche Vorgehensweise, jetzt geht es weiter hier mit einer Fünffingerhand, und wenn wir jetzt hier die Hand zuschließen, dann haben wir diese Reibungskegel. Man sieht hier, wir haben nicht nur Kontakt an den Fingerspitzen, sondern wir haben Kontakt mit bestimmten Segmenten der Hand, mit dem Objekt. Die müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Die Griffstabilität über das Volumen von dem Grasp Branch Space beziehungsweise über die Y-Metrik hier und dann natürlich diese validen oder zulässigen diese stabilen, guten Griffen, die speichern wir zusammen mit dem Modell von dem Objekt. Das heißt eigentlich, was man hier macht, man erweitert das, was man als Modell von dem Objekt um diese Griffe. Wir fangen an mit einem Geometriemodell von dem Objekt, nur vielleicht die Ausdehnung oder irgendwas, wie das Objekt halt repräsentiert ist. Und jetzt haben wir zu jedem Objekt eine Liste von Griffen, ja, die wir speichern und die wir zur Ausführungszeit dann auswählen können. Und natürlich die Griffe, die nicht so gut sind, also die nicht stabil sind, brauchen wir überhaupt nicht zu betrachten, aber die vielleicht nicht so zureichend gut sind und nicht befriedigend sind oder werden dann hier verworfen. Und da sieht man hier, wie man auf die Art und Weise mit unterschiedlichen Händen, das ist so ein Dreifingerhand hier, das ist nochmal die Barrett-Hand, das ist hier die arme Hand, wie man mit Hilfe von diesen Algorithmen solche Griffe auf diese Objekte generieren kann. So, das heißt, die Vorgehensweise ist eigentlich fast primitiv, oder? Eigentlich steckt nicht viel dahinter, und die Parameter, die man hier wählen muss, ist natürlich, wie viele Annäherungsrichtungen nehme ich überhaupt, betrachte ich, wie gut sind meine Heuristiken, die ich anwende, damit ich nicht so viele Annäherungsrichtungen beispielsweise an ein Objekt betrachte. Ich brauche zum Beispiel, wenn ich weiß, ich werde diese Objekte nie von unten greifen, weil sie immer auf einem Tisch liegen, da brauche ich überhaupt keine Annäherungsrichtungen von unten zu betrachten. Oder wenn ich diese Objekte immer mit der rechten Hand greife, dann brauche ich keine, die von der linken Seite kommen und ähnliches. Aber das sind auch Heuristiken. Da gibt es ja kein Kochrezept, was man hier anwenden kann. So, um das Problem ein bisschen zu vereinfachen, beziehungsweise um mit komplexeren Objekten umgehen zu können, und die Methode, die wir gerade kennengelernt haben, die funktioniert wunderbar auf solchen nicht komplexen, also Objekten mit einfachen Geometrien. Also haben wir gesehen auf der Folie davor, das sind wirklich Objekte mit sehr einfachen Geometrien, beziehungsweise wo die Geometrie relativ zur Hand einfach ist. Also so ein Griff auf einem Walk ist noch eine sehr einfache Geometrie, die man hier betrachten kann. Aber wenn es darum geht,
Griffe auf solchen komplex geformten Objekten. Nehmen wir mal wiederum diese Figur oder nehmen wir mal diesen Schneebesen hier. Ja, das heißt, wo soll ich den mal greifen oder diesen Hasen hier, den man sieht und so weiter und so fort. Da stellt sich die Frage, wie machen wir das am effizientesten? Und eine gängige Methode, was man hier macht, man zerlegt diese Objekte in sogenannten Formprimitiven. Ja, es ist klar, dass jedes Objekt kann irgendwie in Teilen zerlegt werden, zum Beispiel hier in einen Zylinder und noch einen Zylinder bei dem Hammer. Und für Zylinder und Zylinder kann ich mit Hilfe von dieser Vorwärtsgreifplanung ganz einfach Greifhypothesen generieren und dann kann ich bei der Ausführung welche von denen auswählen. So, das heißt, die Frage ist, wie kann man mit komplexen Objekten umgehen? Man kann damit umgehen, indem man diese komplexen Objekte zerlegt in Teilen, für die man auf einfachere Art und Weise Griffe generieren kann. Und das ist, was man Greifen auf Objektteilen oder Part-Based Grasping nennt. Das heißt, wie kann man dann gute Griffkandidaten auf Teilen von Objekten erzeugen? Muss man hier nur schauen, wie man eigentlich Objekte geometrisch zerlegen kann. Ja, also ich kann sagen, okay, ich habe bestimmte Primitiven, Formprimitiven, wie Kugel, Kegel, Box und so weiter und so fort. Und ich versuche meine zugrunde liegenden Objekte, wie diese Tasse hier oder wie dieses Glas hier, in so eine Box und einen Zylinder zu zerlegen. Ja. Und für diesen Hasen versuche ich das mal in eine Box für den Kopf und noch eine Box für den Körper mal zu zerlegen und bestimme Griffe für diese zwei Teile. Aber es gibt eine ganze Menge natürlich von Methoden, mit denen man diese Objekte zerlegen kann. Also Boxen, Formprimitiven, wie man hier sieht, oder Superquadriken, beziehungsweise eine Zerlegung von Objekten mit Hilfe von der medialen Achse, wo man Kugeln nimmt, also nur Kugeln nimmt als Formprimitiven, um die Objekte zu beschreiben. Und natürlich kann man die Objekte auch mit Hilfe von Oberflächennormalen beschreiben. Das ist auch eine weitere Variante, wie man hier Objekte approximieren kann. So, Formprimitiven ist eine der gängigsten oder der erste Ansatz eigentlich, was man da verwendet wurde, um das Problem zu lösen. 2003 hier das Paper. Das heißt, diese Objekte, wie die Tasse, wird jetzt in zwei Grundformen zerlegt. Und wie man sieht hier, das ist jetzt ein Zylinder und das ist jetzt hier ein Quader oder so eine Box. Und für diese Zylinder und Quader können wir mit Vorwärtsplanung wie vorher eigentlich diese Greifkandidaten erzeugen. Und man sieht hier, das heißt, bei dieser Vorgehensweise wird das Problem zurückgeführt auf das Auffinden von Greifhypothesen oder Greifkandidaten für die Formen, für die Formprimitiven. Ja? Also wenn Sie hier Quader, dann weiß ich, ich habe ja Annäherungsrichtung von allen Seiten und das sind hier irgendwelche Orientierungen. Oder bei Kugel kann ich natürlich von beliebiger Richtung hier rangehen. Bei Zylinder auch hier von den Seiten und eingeschränkt von oben. Und bei Kegel wiederum diese Art von Annäherungsrichtungen bzw. von Griffen. Das heißt, man hat eine ganze Menge hier man hat eine beschränkte Anzahl von Primitiven, für die man diese Heuristiken dann definieren kann, um die Griffe zu bestimmen mit der Vorwärtsplanung wie vorher. Aber man hat auch weitere Parameter, die natürlich den Prozess hier beeinflussen, zum Beispiel Anzahl paralleler Unterteilungen, wenn man Boxen hat, Seiten von Zylinder oder von Kegel, oder wie oft macht man solche Kreisunterteilung bei Kugeln, die Anzahl der Handorientierungen, die man berücksichtigt für jede Primitive, für die Generierung von Griffen an jeder Primitive, aber auch zum Beispiel die Spiegelung von Griffen bei symmetrischen Primitiven. Haben wir hier nur symmetrische Primitiven, das heißt, ich kann eigentlich auf die Art und Weise nur die Hälfte der Arbeit machen, wenn ich annehme, dass für jeden Griff, was ich erzeuge, ein spiegelbildlicher Griff noch gültig ist. Und diese Parameter, die werden dann oder können automatisch aus der Objektdimension oder aus der Objektgeometrie bestimmt werden. Auf die Art und Weise kann man solche Griffe hier erzeugen. Das sind hier Bilder aus dem Paper von Miller von 2003 hier.
Und man sieht hier auf diese Art und Weise, dass man solche Griffe hier vor die Tasse, vor einen Telefonhörer, ja, vor diesen Behälter beziehungsweise jetzt vor Modellflugzeug hier erzeugen kann. Ich will aber genau auf eine Methode eingehen, oder genauer auf eine Methode eingehen, wie man solche Objekte in Boxen nur zerlegt. Ja, nehmen wir mal an, wir hätten so eine Figur, ja, das ist eine ganz komplexe Figur, wie man sieht hier, und wir wollen Griffe auf diese Figur erzeugen. Und man sieht hier, wenn man jetzt anfängt zu samplen, mit unserem Vorwärtsplanning, wie viele unterschiedliche Orientierungen, Annäherungsrichtungen haben durch unser Samplen, komplexe Geometrien. Wir können das nicht durch eine Box und eine Kugel oder ähnliches approximieren. Deshalb sagt man, wir schauen mal, wie gut kommen wir eigentlich aus, wenn wir eine Vereinfachung von diesen komplexen Geometrien nur mit Boxen machen. Und das ist so ein Box-Decomposition-Ansatz, ja. Das heißt, die Objektgeometrie wird durch Boxen approximiert und dann erzeugt man Griffhypothesen für die Boxen und evaluiert natürlich diese Griffhypothesen in irgendein Greifsimulator. Also hier ist Graspit, das ist eins der ersten Greifsimulatoren. Das ist ein Greifsimulator. Und die Vorgehensweise sieht man hier, das heißt, ich habe hier das Objektmodell und dann zerlege ich das in zwei Teilen, vielleicht für den Oberkörper, Unterkörper, vielleicht für die Arme hier und so weiter und so fort. Und dann habe ich so eine Darstellung und dann kann ich hier mit Hilfe von den Methoden, die wir gerade kennengelernt haben, Griffe erzeugen und dann einen Griff wählen, um zum Beispiel hier diese Figur am Kopf zu greifen. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert so, indem man zunächst mal Objektmodelle hat, das heißt zum Beispiel in Form von Meshes, Dreiecksnetze, die haben wir, das ist eine ganze Menge auch für die Leute, die hier auf dem Gebiet was arbeiten, hier am KIT vorhanden. Wir haben die sogenannte KIT Object Database, ja, wo über 100 Alltagsobjekte, alle diese Objekte, die ich hier mitgebracht habe, davon existieren, nicht nur Mesh-Modelle, sondern auch weitere, detailliertere Modelle, also 3D-Punktwolken, Meshes, Stereobilder und so weiter und so fort. Und für die Zerlegung von diesen Objekten benutzen wir einen Ansatz, was auf von 2001, wie man hier sieht, und zwar einen effizienten Minimum Volume Box Decomposition Algorithmus oder Bounding Box Algorithmus. Und der Input hier für diesen Algorithmus sind Punktwolken von Objekten. Und wie macht man das? Zunächst mal ein paar Worte zum Algorithmus für die Leute, die hier Interesse haben. Das heißt, man tut eine komplette Box um dieses Objekt, ja, und versucht man eine komplette Box, die dieses Objekt hier mal umfasst, und versucht man durch Unterteilungen zu schauen, wie ich das Objekt hier in kleineren Boxen zerlegen kann, sodass ich das minimale Volumen von Boxen habe, die das Objekt beschreiben. So, also das ist so ein sehr effizienter Algorithmus, nimmt 3D-Punktwolken und berechnet dieses Minimum Volume Bounding Box mit einer bestimmten Komplexität. Und was man eigentlich braucht, ist ein Kriterium, wie man in dieser Box mal schneidet, damit man kleinere Boxen bekommt und die Objektgeometrie so gut wie möglich approximiert. Und wenn man dieses Kriterium hat und diese Boxen, diese kleineren Boxen erzeugt, dann muss man eigentlich nur bei jeder Box hat man nur sechs Seiten, muss man eigentlich die Greifhypothesen auf diese sechs Seiten mal testen. Und das macht man iterativ, spaltet man diese Punktwolke und schaut man, ob diese zwei neu entstandenen Boxen vom Volumen her kleiner sind als das Original. Ja? Und das ist hier nochmal, das ist hier ein Beispiel angegeben, das ist so ein Hase. Und man sieht hier, das ist eigentlich das ursprüngliche Minimum Bounding Box. Ja?
Das heißt, man tut eine Box hier, in der diese HASI oder dieses Modell mal passt. Und man sieht natürlich, das ist eine sehr, sehr grobe Approximation. Und wenn man jetzt hier die Projektionen von diesem Objekt auf die unterschiedlichen Seiten betrachtet, dann sieht man hier die Projektion auf der A-Seite bzw. auf B und auf C. Und was man jetzt hier macht, man sagt, okay, wenn ich das hier nehme, wenn ich hier nochmal schneide, wie man sieht, dann kriege ich zwei Boxen, die vom Volumen, also jetzt hier in diesem Fall von der Fläche her, kleiner sind als das Originale hier. Ich kann aber auch anders splitten. Ja? Also ich kann zunächst mal hier vor A, kann ich natürlich in diese zwei Boxen mal die Unterteilung machen. Dann kriege ich zwei Boxen, deren Volumen hier jetzt im zweidimensionalen Fall die Fläche kleiner ist als das Originale hier. Aber ich kann auch so schneiden. Ja? Ich kann auf diese Art und Weise schneiden und dann kriege ich auch mal zwei Boxen, die vom Volumen her hier im Beispiel oder in der Abbildung von Fläche her kleiner als A. Und das macht man hier auch vor die Projektion hier auf der B-Ebene und auf der C-Ebene. Und da sieht man hier, da kriegt man hier irgendwelche Bewertungen, die sagen uns, wenn ich an diesem Punkt hier schneide in der Ebene A, dann bekomme ich so ein Volumen von 0,84 von dem ursprünglichen Volumen oder von der ursprünglichen Fläche hier. Und man sieht eigentlich, was will man? Man will natürlich das kleinste Volumen, ja, weil das kleinste Volumen ist mehr oder weniger assoziiert mit einer besseren Approximation von dem Objekt insgesamt. So, auf die Art und Weise kann man solche Objekte einfach zerlegen. Da sieht man hier zum Beispiel die Tassi, die Enti, den Hasen hier oder beziehungsweise auch hier diese andere Figur oder den Locher. Und wenn man das hat, dann kann man natürlich jetzt hier für jede Box jetzt die Greifhypothesen erzeugen. Das heißt, jede Box hat sechs Seitenflächen, die jeweils vier Greifhypothesen implizieren. Einmal können wir den Griffpunkt, also Grasping Center Point, als der Mittelpunkt von der Seitenfläche betrachten und die Griffrichtung entlang der normalen zur Seitenfläche und die Handorientierung, da haben wir vier Möglichkeiten und zwar, da orientiert man sich dann an den Kanten der Flächen. Das heißt, wenn ich hier eine Fläche habe, dann habe ich hier meinen Grasping Center Point, ja, im Zentrum. Dann habe ich entlang der Normale der Seite, kann ich meine Richtung mal anfangen zu samplen und die Handorientierung dann anpassen auf die vier Kanten von dieser Seite hier. Also das heißt eigentlich ein sehr, sehr überschaubarer Aufwand und man kann noch weiterhin viele dieser Griffe oder Griffhypothesen ausschließen anhand von geometrischen Betrachtungen. Also zum Beispiel, wenn die Seitenflächen weiter sind als die maximale Öffnung der Hand zu betrachten, dann braucht man hier nicht mal zu versuchen oder irgendwelche Griffe zu untersuchen. Also über die Größen der Seitenflächen können unmögliche Griffe direkt ausgeschlossen werden. Oder Greifhypothesen für blockierte oder verdeckte Seitenflächen können über einfache Betrachtungen auch verworfen werden. Also zum Beispiel Annäherungsrichtungen von unten auf dem Objekt brauche ich gar nicht mal zu betrachten. So, wir haben diesen ganz einfachen Algorithmus mal evaluiert und zwar Experimente durchgeführt in diesem mit Hilfe von diesem Greifsimulator Graspit. Einmal für die Karlsruhe Hand, hier Armer Hand und einmal hier für diese Dreifingerhand. Also wir haben hier drei Finger mit vier Freiheitsgraden, weil die Hand rotiert auch da unten. Und dann eine Fünffingerhand mit acht Freiheitsgraden. Und da haben wir zwei Verfahren miteinander verglichen. Einmal ein Verfahren, mit dem man, so heißt hier Spherical Greifhypothesen, aus über 20.000 Punkten auf der Kugeloberfläche bestimmt, auch mit Hilfe von einer Vorwärtsplanung, wie wir vorher beschrieben. Und das andere, die Greifhypothesen, die wir mit unserer Methode, also die Box-Decomposition oder Box-Unterteilung hier bekommen.
Und natürlich muss man den ganzen Prozess machen. Deshalb sind die Bilder hier noch mit dem Grasp-Range-Space und so weiter und so fort hier dargestellt. Und das sind die Ergebnisse, die man aber interpretieren muss. Das sind hier, das ist unser Y-Metrik, also für die Greif, also für die Stabilität, Kriterium für Stabilität von einem Griff. Und das ist das Volumen von dem Grasp-Range-Space. Und üblich ist, dass man tatsächlich das so einträgt, das heißt einmal in diesem Diagramm, wo wir Y und V hier haben, und alle diese grünen Kreuze, das sind Griffe, die diesen sphärischen Greifplaner erzeugt, ja? Also mit diesen über 20.000 Punkten auf der Kugeloberfläche. Und die schwarzen Quadrate hier, das sind Samples, die der Greifer mit Box Decomposition erzeugt. Und die hier mit Kreuz oder schwarz mit weiß hier sind die besten Griffe. Also die Griffe, die am besten waren von der Qualität her. Und was man hier sieht, das ist der beste Griff zum Beispiel von diesem sphärischen Greifplaner, also von einem Spherical Grasp. Und das sind hier zwei besten Griffe für die Box Decomposition. Einmal am Kopf auch, das Objekt, und einmal am Bein hier. Und die Aussage eigentlich, die man hier, die ganz wichtig ist, dass diese Box Decomposition ganz wenige Griffe erzeugt, im Gegensatz zum anderen. Aber die sind hochqualitativ. Ja? Das heißt eigentlich, aus diesen ganz wenigen Griffen bekommt man tolle Griffe, die man ausführen kann. Also man braucht nicht so viele Griffe mal zu evaluieren oder zu speichern, gemeinsam mit der Repräsentation von dem Objekt, um diese Objekte zu greifen, sondern eine ganz kleine Menge im Vergleich zum anderen Algorithmus. Hier nochmal für die NT sieht man wiederum auch ganz wenige Griffe, und das ist hier zum Beispiel der beste Griff von dem sphärischen, also der beste sphärische Grasp, und das sind zwei Griffe, die besten mit Box Decomposition, ja? Wie man diese NT hier greifen kann. Und das Ganze tatsächlich hier, das ist eine Kooperation mit der KTH in Schweden. Und das Ganze sieht man hier auf dem AMA, wie der AMA hier diese unterschiedlichen Objekte greift. Zunächst mal Zwieback. Zwieback ist trivial, da brauche ich nicht mal zu unterteilen. Das ist ja eine einzige Box. Und da kann man natürlich für die Box hier die Griffe von beiden Seiten, von links, von rechts, von oben definieren und dann auf dem Roboter hier ausführen. Genau mit den Methoden, die wir heute kennengelernt haben, Grasp, Centerpoint, Annäherungsrichtung und so weiter. Also man kann hier spezifizieren, greifen von der rechten Seite bzw. von der linken Seite, und wenn, dann wird tatsächlich dieser Griff hier ausgeführt. Bei der Box ist auch, wir haben eigentlich auch 6 valide oder zulässige Flächen, die wir betrachten, wenn wir die Box hier oder diese Salzzylinder durch eine Box approximieren, das ist genau wie das Gleiche, und kann man auf die gleiche Art und Weise auch die Griffe von links, von rechts, aber auch von oben ausführen. Man sieht hier Annäherungsrichtung und wo die Hand stehen muss, damit man den besten Griff hier erzeugen kann. Ich lasse das Video laufen, weil da kommt genau jetzt Grasping from the top, ja, und das ist natürlich auch eine Annäherungsrichtung, die mit Hilfe von diesem Planer. Man sieht hier, es ist nicht unbedingt senkrecht auf das Objekt, sondern eine Annäherungsrichtung, die auch seitlich ist, und deshalb verschiebt sich das Objekt, wenn die Hand zugeht. Jetzt wird es spannend für diese bekannte Sprühflasche, und da sieht man hier, wie der Algorithmus arbeitet. Das heißt, je nachdem, was man hier wählt für Parameter, also wie weit man zerlegen will, bekommt man solche Repräsentation von der Fläche, von dieser Sprühfläche. Also das ist genau, also eine ähnliche Sprühfläche wie die hier, die ich in der Hand habe. Und da sieht man hier, dass wir 21 unterschiedliche Seiten haben jetzt von Boxen, die wir betrachten müssen. Und natürlich müssen wir die Greifhypothesen für alle diese 21 betrachten, also erzeugen und schauen. Und man kann dann hier natürlich die Greifaufgabe so spezifizieren: greife die zentrale Box von der linken Seite
und dann wird tatsächlich der Griff von der linken Seite auf diese zentrale Box ausgeführt. Oder greife ich die untere Box mit der rechten Hand, dann wird natürlich der Griff auf die untere Box mit der rechten Hand oder jetzt hier mit der linken Hand ausgeführt und so weiter und so fort. Das heißt, auf diese Art und Weise ist es erstaunlich einfach, Griffe für solche komplexen Objekte mal zu erzeugen. Jetzt kommt das Greifen von der rechten Seite und irgendwann mal kommt ein Greifen von oben, damit man auch sieht, dass man damit auch solche Griffe auf nicht so triviale Teile von dem Objekt, von diesem Objekt erzeugen kann. Genau. Das heißt, was haben wir jetzt gelernt? Wir wissen, dass wir, wenn wir eine Geometrie von einem Objekt haben, mit dieser Vorwärtsplanung solche Greifhypothesen erzeugen können und zusammen mit dem Objektmodell irgendwo ablegen, sodass wir sie während der Ausführung hier selektieren. Und wir wissen, dass wir mit Hilfe von Box Decomposition auf diese Art und Weise Griffe für komplexere, also komplexer geformte Objekte erzeugen können. Das heißt, das könnte man jetzt sagen, okay, die exakte Form von dem Objekt ist eigentlich gar nicht so relevant für das Greifen. Also das sind natürlich, wenn man die Ergebnisse interpretiert, wir können gültige Griffe erzeugen, auch wenn wir die Form nur sehr, sehr annähernd kennen. Und die Objekte können durch vereinfachte Formen besser verarbeitet werden. Natürlich, das ist auch schneller hierzu, brauchen wir nur Punktwolken, einfache Parametrisierung von den ganzen Algorithmen. Und dieser Box-Decomposition-Ansatz erzeugt Griffe, die man auch mit Hilfe von einem humanoiden Roboter, wie wir gesehen haben, ausführen kann. Nun gibt es andere Möglichkeiten, wie man Objektgeometrien approximiert. Eine von denen sind die Approximation mit Superquadriken. Das ist ein bisschen komplexer hier. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber hier bringen. Das heißt, man kann komplex geformte Objekte nicht nur mit Hilfe von Shape, von Formprimitiven. Wir haben ja Kugel, Kegel, Boxen und wir haben ganz speziell etwas mit Boxen, mit dem man vieles erreichen kann. Mit Superquadriken kann man natürlich hier über parametrisierbare Funktionen die Geometrien von Objekten hier beschreiben und auf die Art und Weise kann man so ein Teddy hier, wie man sieht hier, je nachdem wie viele Dekompositionsschritte man hier nimmt, kann man für einen Teddy solche Repräsentationen erzeugen. Wie man sieht, hier 4 und mit 8 hat man eigentlich eine Repräsentation, die sehr nah an dem ursprünglichen Objekt liegt. Und man kann das darstellen in solchen Dekompositionsschritten, Bäumen, und kann man natürlich hier auf die unterschiedlichen Formen hier wiederum die Algorithmen erzeugen. Ganz wichtig ist hier natürlich, dass man die Superquadriken bestimmen muss, deren Oberfläche die Punktwolke am besten darstellt oder approximiert. Da muss man so ein nichtlineares Optimierungsproblem lösen in der Regel. Und für die Greifplanung auf die gleiche Art und Weise, man generiert Griffe für die einzelnen Teile von dem Objekt und man evaluiert sie zum Beispiel mit Hilfe von unseren GWS-Ansätzen, die wir kennengelernt haben. So, und das sind hier bestimmte Griffe, die auf die Art und Weise mit Hilfe von Superquadriken oder Dekomposition mit Superquadriken erzeugt wurden. Ich will ein bisschen näher gehen auf einen anderen Ansatz, der jetzt nicht so die Zerlegung von Objekten in diesem Form, nicht auf der Zerlegung von Objekten in Formprimitiven basiert, sondern auf eine ganz, ganz andere Art und Weise der Repräsentation von Objekten basiert, und zwar mediale Achse. Weiß jemand von euch, was die mediale Achse ist? Nein. Wussten wir auch nicht bis vor ein paar Jahren. Ja? Und dann kamen wir zufällig eigentlich auf wir haben uns gefragt, na, eigentlich Objekte haben eine gewisse Struktur. Ja? Und eigentlich ist es sehr wichtig für das Greifplanning, dass man weiß, wo ist die lokale Region im Objekt, die vielleicht am vielversprechendsten ist für das Greifen. Das heißt, wie kann man lokale Eigenschaften von dem Objekt oder Regionen betrachten und wie kann man topologische Struktur vom Objekt, vor allem
Symmetrien von Objekten. Ja, es gibt kaum ein Objekt, was nicht eine Symmetrieachse hat. Ja, also gerade jetzt bei diesen Objekten, die wir hier betrachten, alle von denen haben irgendeine Symmetrieachse oder eine Symmetrieebene. Ja, und die Frage ist, wie kann man praktisch eine andere Repräsentation der Objektgeometrie haben, die Greifplanung verbessert. Natürlich Dreiecksnetze ist eine gute Repräsentation, aber das ist ein niedriges Abstraktionsniveau. Da wissen wir überhaupt nicht, welche Teile zum Beispiel wichtig sind, welche mit lokalen Symmetrien, mit Symmetrien und so weiter assoziierbar sind. Und deshalb die mediale Achse, die von Blum 1967 hier vorgeschlagen wurde. Und da sieht man hier diese Alltagsobjekte, also Schokolade, Müslibox, Tasse, Sprühflasche und Schüssel und so weiter und so fort. Und in grün sind das die medialen Achsen von diesen Objekten. So, und wie entsteht das? Die mediale Achse ist, wie gesagt, approximiert die Objektform über enthaltene Kugeln. Das heißt, die einzigen Formprimitiven, die wir nutzen, um diese Objekte zu beschreiben, sind Kugeln. Und zwar, die enthaltenen Kugeln müssen die Objekthülle an zwei oder mehr Punkten berühren. Also wir gehen hin und wir versuchen mal, Kugeln mit einem bestimmten Durchmesser in die Objekte hineinzuschieben, mit der Voraussetzung, dass diese Kugeln die Objektoberfläche an zwei Punkten berühren müssen. Wenn wir das machen und die Vereinigung aller Zentren von diesen Kugeln nehmen, dann haben wir die mediale Achse von dem Objekt. So, also die mediale Achse ist die Vereinigung aller Mittelpunkte der enthaltenen Kugel in dem Objekt und beschreibt somit auch die topologische Struktur von dem Objekt. Der Vorteil ist, man kann natürlich die Objektgeometrie beliebig genau beschreiben oder genauer beschreiben als Boxen, sodass die Details auch erhalten bleiben und man hat eine bessere Beschreibung von den Symmetrien vom Objekt. Und da sieht man hier, wie so diese mediale Achse aussieht. Nehmen wir mal an, wir haben eine Box hier. Das ist jetzt alles zweidimensional und wir versuchen jetzt Kugeln, also Kreise in diese Box reinzufitten, sodass sie diese Box an zwei Punkten mindestens immer berühren. Das heißt, der erste Kreis, sieht man, berührt die Box an drei Stellen, oben, links und unten. Und wenn ich mich jetzt hier nach links bewege, also hier auch, ja, in diesem Punkt berühre ich an drei Punkten. Und wenn ich jetzt hier diesen Kreis oder diese Kugel mal entlang der Linie, da berührt das hier an zwei Punkten. Wenn ich jetzt hier in der Mitte bin, dann ist mein Zentrum immer auf dieser Gerade. Das heißt eigentlich, diese Linie hier ist ein Teil von meiner medialen Achse. Aber dadurch habe ich diese Bereiche auch noch nicht beschrieben. Ja? Also die Bereiche oben und unten nicht beschrieben. Aber ich kann natürlich andere Kugeln nehmen. Und zwar, ich fange hier mit einer Kugel, die linke, diese Seite und die obere Seite mal berührt mit dem Zentrum hier. Das kann hier anfangen. Was passiert da? Das soll ja, genau, das soll so laufen. Und man sieht hier, diese Kugel oder dieser Kreis berührt immer, wenn ich mich so bewege entlang dieser Linie, berührt immer die Oberfläche oder den Rand von dieser Box an zwei Punkten. Und auf die Art und Weise kann man tatsächlich diese medialen Achsen für beliebige Formen erzeugen. Also zum Beispiel, wenn ich Kreis oder etwas Kugelförmiges habe, dann ist meine mediale Achse nur dieser Punkt. Also das Zentrum von der Kugel, was ja das Objekt an mindestens zwei Punkten berührt. Wenn ich jetzt hier so Pyramiden habe oder ein Dreieck, dann sieht man hier, ich kann mit so einer Kugel, die berührt den Rand hier oder den Rand an drei Punkten, aber ich kann mich nach oben bewegen hier und immer wieder, ich berühre an zwei Punkten, das heißt diese Linie und auf die gleiche Art und Weise natürlich diese Linie sind die medialen Achsen oder bilden die mediale Achse von diesem Objekt. Wir können noch komplexere Objekte nehmen, das heißt das hier auf die gleiche Art und Weise, ja, und so weiter und so fort.
So, da werden wir in der Übung, glaube ich, auch noch ein paar Beispiele kennen. Das ist so ein komplexeres Objekt, wo wir nicht nur Boxen oder, sondern, und man sieht hier, dass man auf diese Art und Weise die mediale Achse von dieser Form bzw. von diesem Objekt bestimmt. Und natürlich hier kann man in diese Ecke gehen und dann in diesen anderen Ecken. Und auf diese Art und Weise hat man eine andere Darstellung von der Form von dem Objekt, aber wo diese Darstellung uns etwas über die Topologie von dem Objekt sagt. Weil wir wissen eigentlich, diese Linien, wenn wir jetzt ein bisschen an, woran denkt ihr eigentlich jetzt? Oder hat jemand von euch an irgendwas gedacht, was wir schon kennengelernt haben in dieser Vorlesung? Gerade jetzt, in diesem Augenblick, wo diese Kreise sich so mit der Oberfläche vom Objekt immer an zwei Punkten oder an zwei Stellen berühren müssen? Ja. Ja, Bahnplanung. Aber was in Bahnplanung? Wow, du bist wirklich gut. Voronoi-Diagramme. Ja? Voronoi-Diagramme, die Grenzen eigentlich von einem Voronoi-Diagramm, die waren die Linien mit dem gleichen Abstand zu einem Hindernis. Ganz interessant, danke. Ja. Das heißt eigentlich, dass diese mediale Achse so vielleicht so ein dreidimensionaler Voronoi-Diagramm auf die Art, vielleicht, naja, weiß ich nicht, muss ich mal gucken, aber natürlich gibt es hier. Okay. Das sind also die Formen, die man bekommt. Jetzt kommen wir mal zu unserer Sprühflasche und wir wollen Griffi. Also das Ziel ist nicht jetzt, dass wir irgendwas über grafische Datenverarbeitung und so, sondern wir wollen Griffi für diese Sprühflasche bestimmen. Dann bestimmen wir diese mediale Achse und da sieht man hier diese grünen Punkte in dieser Sprühflasche, die sind die Zentren aller Kugeln, die man in diese Fläche mal reintun kann, damit man die Sprühfläche beschreibt. Und man sieht eigentlich die Struktur ganz klar. Also ich sehe hier den Boden, ich sehe hier irgendeine Symmetrieachse und ich sehe hier nochmal irgendetwas, wo ich diese Information nutzen kann, um Griffe zu erzeugen. Und tatsächlich, was man hier macht, man tastet diese Oberfläche von dem Objekt und erzeugt oder schaut man sich die mediale Achse bei einem bestimmten Schnitt. Ja, also hier, wenn ich hier schneide entlang oder mit einer bestimmten Ebene, dann kriege ich irgendwelche Zentren von Kugeln, die ich mal dort erzeugt habe, die sehen so aus. Ja, das sind alle diese Punkte hier, die sind Zentren von Kugeln, die ich bekomme, wenn ich an einer bestimmten Stelle hier abschneide. Ja? Und eigentlich, das würde bedeuten, damit ich jetzt Griffe erzeugen kann, muss ich nur diese Slice oder diese Scheiben beziehungsweise die Form der medialen Achse in einer bestimmten Scheibe berücksichtigen. Ja? Und das ist, was man macht. Ja? Man baut dieses Minimum Spanning Tree, clustert die Zentren der Kugeln, die man bekommt, bildet man die konvexe Hülle, erzeugt man Greifhypothesen und evaluiert die Greifstabilität. Und das wollen wir kurz mal gucken. Also das ist hier unsere mediale Achse von der Sprühflasche und das ist so ein, was wir bekommen, also durch einen Schnitt hier, diese Form. Und um es einfacher zu machen, wir bekommen diese Form. Ja? Das sind alle Punkte hier, die gehören ja zur medialen Achse. Das heißt, das sind Zentren von Kugeln, die wir reingeschoben oder getan haben in diese Sprühfläche, damit wir die mediale Achse bestimmen. Und was man macht hier, zunächst mal, man sucht den nächsten Nachbar. Also wir suchen die nächsten Nachbarbeziehungen und die Verzweigungspunkte in diesen Querschnitten der medialen Achse. Und wie man das macht hier über dieses Minimum Spanning Tree, das ist der Minimum Spanning Tree von allen Punkten hier. Das Ergebnis, alle Punkte sind mit dem nächsten Nachbar hier verbunden. In einem zweiten Schritt entfernt man die Kanten in diesem Baum, die länger als eine bestimmte, als ein Grenzwert D-Cut sind. Also man sieht hier,
wenn D-Cut zum Beispiel größer als das hier, dann müssen wir diese Kante hier entfernen. Und wenn wir das hier entfernt haben, bekommen wir zwei Cluster von Punkten. Und man sieht hier diese zwei Cluster, die sagen uns ja was über, naja, wie greife ich eigentlich, also wenn das hier Kugelzentren sind und das hier Kugelzentren, dann glaube ich, kann jeder von euch jetzt vorstellen, dass ich eigentlich entlang, dass ich wahrscheinlich so dem Objekt entlang diesen Linien annähern kann, um Griffe zu erzeugen. Beziehungsweise an diesem Cluster, dass ich beliebige, aus beliebigen Richtungen an das Objekt an dieser Stelle mich bewegen oder dem Objekt nähern kann, um diese Griffe zu erzeugen. So, im dritten Schritt, um das genauer zu machen, berechnet man für jeden Cluster das Volumen der konvexen Hülle. Also das ist das Volumen der konvexen Hülle vom Cluster 1 und vom Cluster 2. Berechnet man die Randpunkte, das sind die Randpunkte, und die Verzweigungspunkte von diesem Minimum Spanning Tree. Die Verzweigungspunkte, hier haben wir zwei, Entschuldigung, hier haben wir zwei und hier haben wir zwei, und dann berechnet man den Massenschwerpunkt von dem ganzen Cluster. So, wenn man das alles hat, dann kann man auf die gleiche Art und Weise, also das zum Beispiel die Formen, die auftreten können bei so alltäglichen Objekten. Ja, also Spruchfläche ist ein komplex geformtes Objekt und da sehen wir, wir kriegen Kreise mit vielen Randpunkten, wir kriegen Boxen mit ganz wenigen Randpunkten und zwei Verzweigungspunkten, wir kriegen Strukturen mit nur einem Verzweigungspunkt, also sternförmige Sachen. Wir kriegen hier so ein Ring beispielsweise mit Stern oder Stern mit Ring. Und das sind immer die Massenschwerpunkte und das sind die Randpunkte hier. Und diese Formen bzw. diese Strukturen, die kann man mit Hilfe von dem, was hier geschrieben, also Kreis und Ring, wir haben eine große Distanz zwischen Massenschwerpunkt und dem nächsten Punkt auf der medialen Achse. Und wir haben viele Punkte am Rand. Beziehungsweise wir wissen, dass die Elemente, die auf einer Symmetrieachse liegen, sind solche, wo ich ein kleines Volumen von meiner konvexen Hülle habe und wo ich wenige Punkte am Rand habe. Stern wie das hier, ich habe genau einen Verzweigungspunkt. Präferierte Richtung, ich habe zwei Verzweigungspunkte. Das waren eigentlich, wir haben ja hier geschnitten, ja, das waren irgendwelche Punkte, also wo ich von den beiden Seiten an dem Objekt rangehen kann. Oder Kombinationen, Stern mit Ring, die zwei Varianten, wo ich eine große Distanz zwischen Massenschwerpunkt vom Cluster und dem nächsten Punkt auf der medialen Achse und wo ich natürlich mehr als einen Verzweigungspunkt habe, wie man hier sieht. So, das heißt, aus dieser Beschreibung von dem Objekt und aus dieser medialen Achse und diesen Querschnitten durch die medialen Achse kriegen wir diese Formen. Eine begrenzte Anzahl von unterschiedlichen Formen, die man bekommt. Und was man hier bekommt in dem Beispiel, unten bekommt man so Querschnitte, Stern mit Ring, hier in diesem Bereich präferierte Richtung, hier Stern, hier Elemente mit Symmetrieachsen, ja, eine Symmetrieachse hier, hier wiederum Stern mit Ring und hier präferierte Richtung in den unterschiedlichen Bereichen von dem Objekt. Und um die Griffe jetzt zu erzeugen, muss man tatsächlich jetzt irgendwelche Heuristiken definieren, wie ich bereits gemacht habe. Das heißt, Näherungsrichtungen der Hand sind die Verzweigungspunkte vom Minimum Spanning Tree, ja. Also ich nähere mich an diesem Verzweigungspunkt oder an diesem Verzweigungspunkt. Spitzen eines Sterns sind auch wichtig oder interessant. Symmetrieachsen natürlich und der Rand von offenen Objekten, da kann ich ja von beliebiger Seite hier rangehen. Der Orientierungswinkel der Hand, also das sind die Annäherungsrichtungen, Orientierungswinkel der Hand, klar, können wir ganz einfach bestimmen, wenn wir die lokalen Symmetrieachsen oder die Symmetrieebenen kennen. Und für komplexere Objekte, also komplexer als das, was hier dargestellt hat, haben, wenden wir Kombinationen von Regeln. Weil viel mehr wird ja nicht auftreten. Das sind mehr oder weniger die Grundformen von diesen Strukturen, die auftreten.
Und das sind hier typische Griffe, die auf die Art und Weise für Zwieback, für Amicello, Salz, für diese Salatschüssel, Tasse, und so, Sprühflasche und so weiter und so fort, mit Hilfe von diesem Algorithmus erzeugt werden. So, um genauer das mal anzugucken, das ist Zwieback, also Box, beziehungsweise das ist Amicelli, Schokolade. Man sieht hier die unterschiedlichen Formen, die hier auftreten. Oben, ganz oben habe ich diese Form bei dieser Box und in der Mitte habe ich diese Form von der medialen Achse. Hier habe ich oben diese Form und in der Mitte ist es nur das hier. Das heißt, annähern an den Verzweigungspunkten und Rollwinkel oder Orientierung der Hand nach Symmetrieebenen ausrichten. Und hier annähern an den Spitzen von dem Stern und hier wiederum auch nach den Symmetrieebenen die Handorientierung bestimmen. Wenn ich jetzt so einen Zylinder habe, also so dieses Salzzylinder, dann ist die mediale Achse so, ja, weil in der Mitte haben wir nur Kugeln, die aufeinander liegen. Das heißt, die Zentren bilden eine Linie. Also ich kriege einen Punkt hier im ganzen Bereich und ganz am Ende kriege ich Kreise unterschiedlichem Durchmesser. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, so. Das heißt eigentlich, ich kann mich annähern als Handorientierung an den Kreis und Symmetrieachse aus verschiedenen Richtungen und genau hier Symmetrieachsen betrachten, um die Handorientierung zu bestimmen. Für solche offenen Objekte kriege ich als mediale Achse, egal wo ich schneide, ich kriege nur eigentlich ein Kreis, also ich kann zum Rand hier von diesem Objekt mich nähern. Nun, wenn man diese Griffe hier erzeugt, muss man natürlich die Stabilität von diesen Griffen mal bewerten. Und da sieht man hier ein paar Beispiele. Also zunächst mal hier zur Visualisierung. Die blauen Kugeln, die sind assoziiert mit stabilen Griffen. Also das sind hier blaue Kugeln, wie man sieht. Hier, das sind mehrere blaue Kugeln aufeinander, weil das sind ja zig Griffe mit unterschiedlichen Annäherungsrichtungen. Ja, das sind alle Annäherungsrichtungen hier. Und wenn ich die Kugeln, die für mich die Stabilität beschreibe, hier tue, dann sind sie aufeinander und sehen so wie ein Zylinder. Und man sieht hier kleinere Kugeln, wenn ich also ein bisschen weiter weg vom Objekt bin, dann habe ich natürlich auch einen stabileren Griff, aber nicht so stabil wie der, wenn ich näher am Objekt bin. Also wenn mein Grasping Center Point nah am Objekt ist, habe ich größere blaue Kugeln. Aber wenn ich so greife, dann habe ich auch einen stabilen Griff, aber der ist weniger gut oder weniger stabil. Deshalb kleinere Kugeln hier dargestellt. Und rot sind instabile Griffe. Ja? Also die roten Kugeln hier bilden instabile Griffe. Und da haben wir eine Box, da haben wir ein Amicello und da haben wir hier einen Zylinder und da haben wir hier unsere berühmte Sprühflasche. Und die anderen Objekte sieht man auch, welche Annäherungsrichtungen, das sind wiederum Annäherungsrichtungen und die gut und schlechter, die Griffe, die gut oder die schlechter sind. Und das ist die Animation, die wir kennen. Aber jetzt vergleicht man das Ganze hier mit einem, 2007 war vielleicht der beste Algorithmus, den man kennt hier auf dem Gebiet, wo man hier Oberflächennormalen berücksichtigt hat, um diese Griffe zu erzeugen. Und das ist dieser Planer, den wir damals entwickelt haben, also mediale Achsenplaner hier. Und da sieht man hier zwei Sachen eigentlich. Da sieht man auf der anderen Seite, dass wir ganz wenige Griffe erzeugen mit einer ziemlich akzeptablen Rate von stabilen Griffen, also so 86% von 630 Griffe, also ungefähr 500 Griffe sind stabil, hat dieser Greifplaner erzeugt für eine Brotbox, während der andere Greifer hat über 3000 Griffe generiert, also über Oberflächennormale und so weiter, von denen nur ein kleiner Bruchteil stabile Griffe sind. Ich meine, das Verhältnis ist noch groß, also das sind hier ungefähr 500 und von denen hier 10%, das sind ja über 1000 eigentlich, über 1000 Griffe, die der Greifer erzeugt. Und man sieht hier auch, gerade bei großen Objekten sieht man den Unterschied am stärksten, also sehr wenige Griffe generiert unser Planer mit einer viel höheren
Prozent der stabilen Griffe im Vergleich hier sehr kleine Prozent von diesen vielen Griffen hier. So, das heißt auf der einen Seite gute, also Griffe mit einer höheren, naja, es ist klar eigentlich, was ich sagen will, ja, das heißt weniger Griffe und ein großer Prozentsatz von diesen Griffen ist auch, sind auch stabil. So, das ist so eine Zusammenfassung. Wir haben das Ganze auch noch erweitert und auch evaluiert, die Leute, die hier Interesse haben, ohne dass man irgendwelches zusätzliche Wissen über die Objekte mal in den Algorithmus reintut, sondern nur vielleicht die Information über die Größe oder Durchmesser von den Kugeln, die man tatsächlich verwendet, um das Objekt zu approximieren. Hat der Algorithmus ganz tolle Sachen. Also zum Beispiel kann er solche Regionen vom Objekt automatisch ausschließen, wo kein Griff überhaupt möglich ist, weil die Ausdehnung von dem Objekt an einer bestimmten Stelle größer als die maximale Öffnung der Hand ist. Der zweite Punkt, man sieht hier, dass dieser genau, also mehr als 50% von diesen Griffen, das ist so eine Brille hier, sollte eine Brille sein. Und das sind die Griffe, die der Algorithmus hier auf dieses Modell erzeugt. Die Linien hier sind Annäherungsrichtungen und die kleinen Linien am Ende hier sind Orientierungen der Hand. Wie man das berechnet, kann man in dem, einem Paper von uns lesen, von 2012. Und ganz besonders der Algorithmus generiert Griffe so, wie man das will. Eigentlich generiert Griffe auf Griffen. Ja, also zum Beispiel, wir haben hier diese T-Kanne und das sind die Griffe, die der Algorithmus automatisch erzeugt. Ja, ohne dass man sagt, ich will diese, klar, er kann ja hier überhaupt keine greifen, weil die sind viel, viel größer als die Hand, die zur Verfügung steht. So, als letztes will ich natürlich ein paar Beispiele hier zeigen, wie das Ganze auf dem AMA-Roboter aussieht. Zunächst mal bekannte Objekte. Wir haben ein System, was wir schon 2006 zum ersten Mal eigentlich demonstriert haben, wo wir CAD-Modelle von den Objekten, wo wir eine Offline-Greifplanung machen und diese Griffe erzeugen auf eine ähnliche Art und Weise mit diesen zufallsbasierten Methoden, wo wir dann einen Satz von Griffen für jedes Objekt erzeugen und zusammen hier mit diesem 3D-Modell speichern und dann natürlich über ein Bilderkennungssystem die Position von dem Objekt bestimmen, Bewegungsplanung und Auswahl vom Griff und dann die Ausführung von dem Griff. Dazu ist eine komplexe Greifpipeline implementiert. Jetzt hier speziell jetzt für bekannte Objekte. Wir haben das letzte Mal auch gesehen, dass ja mehr Komponenten hier zusammenspielen müssen, damit man überhaupt das machen kann, wie Bewegungsplanung, wo der Roboter platziert werden muss, wie die Bewegung ausgeführt wird, welche Arbeitsraumbetrachtungen, also welche Griffe sind besser oder schlechter. Natürlich spielt die Arbeitsraumanalyse hier eine große Rolle, um die Greif-Selection, also die Auswahl eines Griffs oder die inverse Kinematik besser lösen zu können. Die Datenbank, wie ich gerade beschrieben habe, mit den vorberechneten Griffen hier. Und das ist der Ablauf, den wir in der Motivation zur Vorlesung, also Repräsentation der Szene, Selektion von einem Griff aus diesen Griffen, die wir zusammen mit den Objektmodellen gespeichert haben, Lösen der inversen Kinematik für eine vorgegebene Position des Roboters, natürlich die Bewegungsplanung, um kollisionsfrei die Bewegung hier auszuführen mit noch Smoothing, das sind Dynamic Roadmaps hier, die eingesetzt werden und dann Smoothing von dem Plan und dann die Ausführung. Das sind ein paar Objekte, mit denen wir umgehen. Die Leute, die hier auf dem Gebiet arbeiten oder die Interesse haben, die können vielleicht diese Objekte von der KRT Object Database mal runterladen und damit rumspielen und die Algorithmen, die man hier sieht, die sind in dem AMAX Framework auch implementiert, ist auch Open Source, falls jemand Interesse hat und sich mit dem Thema beschäftigen will. Wir werden in der Übung auch euch zeigen, wie man tatsächlich diese Griffe in dem Simulator erzeugt, in so einem Grasp Studio von unserem Simulator. Wie die Objekte erzeugt werden, das will ich jetzt hier nicht
nicht erklären oder wie die Bildverarbeitung funktioniert und letztendlich für die Ausführung wird dieses positionsbasierte Visual Servoing eingesetzt, was wir mehrmals in der Vorlesung gesehen haben im Kontext von der Kinematik bzw. von der Bahnsteuerung. Wir machen nicht nur bekannte Objekte, sondern teilweise oder ähnliche Objekte. Das ist so eine Methode, die wir entwickelt haben, wo wir Griffe auf Objekte hier zunächst mal oder für bestimmte Objektkategorien erzeugen. Also in einem Trainingsschritt haben wir Modelle von diesen Objekten, generieren wir Griffe für die unterschiedlichen Teile, also hier für den Griff und für den Kopf von einem Hammer. Und können wir auch so aufgabenspezifisch diese Griffe bzw. diese Teile von dem Objekt labeln. Ja, das heißt, wir können sagen zum Beispiel, um diesen Hammer jemandem zu übergeben, müssen wir am Kopf greifen und um mit dem Hammer zu hämmern, müssen wir am Griff greifen. Und die speichern wir, also wir speichern den Griffi für die Objektteile in dieser Datenbank bzw. in dem Robot Memory. Und wenn wir ein Objekt der gleichen Kategorie sehen, also segmentieren, dann können wir diese Griffe, die wir schon mal gelernt haben, für diesen Hammer zum Beispiel hier auf diesen neuen Hammer ausführen. Und da sieht man hier in dem Beispiel, das heißt, wir transferieren hier Griffe von einer Datenbank, die wir gelernt haben für Objekte, ähnliche Objekte, zum Beispiel Hammer oder Flaschen oder ähnliches. Natürlich das Labeln von diesen Objektteilen, der ist bis jetzt manuell. Wir arbeiten gerade daran auch, dass wir das auch automatisch machen. Da sieht man hier den Training-Prozess und da sieht man hier den Transfer. Das heißt, jetzt sieht der Roboter hier diesen Hammer. Natürlich muss die Bildverarbeitung hier erkennen, dass dieses Objekt jetzt zur Kategorie Hammer gehört. Das ist ein anderes Problem, was gelöst werden soll. Also Segmentierung und das sind zwei Griffe, einmal am Griff und einmal am Kopf. Und da sieht man hier die aufgabenspezifische Randbedienungen. Zum Beispiel, ich will jetzt das Objekt greifen, um es jemandem zu übergeben. Also ich muss am Kopf greifen und die Ausführung, die erfolgt hier mit Hilfe von dieser positionsbasierten Visual Servoing. Wir arbeiten auch an Methoden zum Greifen unbekannter Objekte. Das ist die Bachelorarbeit von Philipp Schmidt. Und zwar, wo wir Modelle von den Objekten nehmen zunächst mal und ein Modell von der Hand und wir generieren Daten in Simulation, also mit denen wir ein tiefes faltendes neuronales Netz, also Deep CNN, trainieren. Dieses Netz ist dann in der Lage zur Ausführungszeit nur mit Hilfe von tiefen Bildern, also was tatsächlich verwendet wird, nur ein tiefen Bild von dem Objekt und natürlich Modell von der Hand brauchen wir, um diese Griffe zu erzeugen. Ja? Und man sieht hier, wie das tiefe neuronale Netz hier diese Griffe evaluiert und dann den besten Griff selektiert. Das Ganze hier in Kombination mit diesem Distance Aware Dynamic Roadmaps Motion Planner, was wir auch kennengelernt haben. Und das Einzige, was der Roboter tatsächlich hier verwendet, sind diese 3D-Punktwolken, also 3D-Depth-Images oder 3D-Bilder von dem Objekt. Und der kennt seine eigene Hand und nur basierend darauf kann er diese Griffe jetzt hier für das Objekt erzeugen. Also das heißt, das Ganze eigentlich, was ich vorher erklärt habe, wie wir Griffe auf zylindrische oder auf diese Salzbox erzeugen können, brauchen wir nicht, weil dieser Griff automatisch durch dieses tiefe neuronale Netz erzeugt wird. Für die Leute, die Interesse haben, die können natürlich die entsprechenden Paper und Publikationen lesen. Ein paar Hinweise zu Simulatoren und Tools, die man verwenden kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will. Der erste Simulator zum Greifen kommt von der Columbia University von Peter Allen, Professor Peter Allen. Das ist verfügbar, kann man downloaden. Wir haben unseren eigenen Simulator, also Simuk-Simulator,
am H2T auch die ganze Software ist verfügbar mit einem GRASP-Studio, also so ein GRASP-Planning-Library, die man auch mit der man auch spielen kann, beziehungsweise ein bisschen mal den Stoff, was wir hier kennengelernt haben, vertieft oder beziehungsweise besser versteht. Okay, somit will ich das Kapitel hier abschließen. Es gibt hier, wie man sieht, eine ganze Menge an Zusatzmaterial, was nicht für die Klausur relevant ist, aber vielleicht für Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, von Bedeutung ist. Und wir machen dann am nächsten Montag weiter mit der Vorlesung. Wir werden dann mit dem nächsten Kapitel, Kapitel 10, werden wir gucken, so ein paar Grundlagen der Bildverarbeitung, sodass wir diese Objekte zum Beispiel visuell erkennen und lokalisieren können, damit wir sie greifen. Und wahrscheinlich am Donnerstag nächste Woche findet eine Übung zum Thema Greifen statt. Für heute vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis Montag.